Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Beam Drive. Und ja, wir befinden uns heute mal wieder auf Corkscrew Mountain und werden hier mal die neuen Fahrzeuge aus dem, ja, aus dem BeamNG Pack testen. Und da bin ich auch mal gespannt, wie die sich so hier fahren, ob wir neue Bestzeiten erreichen werden. Ich weiß leider nicht mehr genau, was unsere Bestzeit hier war. War auf jeden Fall gar nicht mal so eine schlechte Zeit. Und ich würde sagen, wir gehen einfach von oben nach unten. Oder nee, wir fangen an mit dem... Ach, sowieso der erste. 6-Speed Cabri. Und ja, ich bin gespannt, was wir, wie gesagt, was wir dann für Zeiten erfahren. Ich hoffe, gute. Wäre auch gut möglich, da wir uns schon mal jetzt rausgekickt haben. Yay, der fliegt komisch. Oh. Oh, oh, oh. Ja, so geht das auf jeden Fall nicht. So. Würde gerade sagen, auf jeden Fall gute, weil wir ja dingsen. Weil die guten Grip hat. Wir dürfen es halt eben nicht zu da übertreiben. Mit der Geschwindigkeit. Ich meine, er hält zwar viel aus, aber auch nicht alles. Und 12 Sekunden ist schon mal eine sehr gute Zeit. Nein, das war scheiße. So viel zu unserer sehr guten Zeit. Egal, das kann man sich noch erlauben. Das war jetzt nichts so Schlimmes. Und wir sind absolut gut im Zeitplan. Oh, oh. So, schön bremsen, damit man hier beim kurzen Springen nicht die Kontrolle verliert. Schon krass, wir fahren hier mit 100 eigentlich immer durch. Und das Auto hat eine super liegt super auf der Straße, aber jetzt lenkt das, glaube ich, ein bisschen dauerhaft nach links. Oh, weil ich glaube, irgendein Rad gerade geschrottet wurde. Egal. Nein, 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 nicht die Kontrolle verlieren. Wir versauen uns die Zeit natürlich ein bisschen gerade selbst, weil wir immer wieder die Kontrolle verlieren. Nicht so nett, aber... Okay, immer wieder. Wir haben zweimal die Kontrolle verloren. Aber okay, bei dem Tempo, wie wir das hier runterfahren, ist auch klar, dass man hier nicht flawless runterfahren kann. Vor allem ist das unser erster Versuch mit dem Fahrzeug. Und dafür ist halt eigentlich, läuft es hier ziemlich gut. Das zeigt schon auch, dass der sich ziemlich gut handelt, der Wagen. Weil überlegt mal, wie viele Anläufe wir mit anderen Fahrzeugen hierfür gebraucht haben. Und auch noch mit den anderen Fahrzeugen benötigen werden. Das ist hier schon absolut Top-Zeit, würde ich sagen. So, und da haben wir einen richtig schönen Drift rausgehauen. Hier nochmal links in die Kurve rein. Und bremsen, da ich nicht weiß, was auf der anderen Seite ist. Ich würde gerne nach der Geschwindigkeit gucken. Ja, okay, jetzt nicht mehr in der Kurve. Aber konnte ich jetzt nicht, weil ich mich auf die Kurve konzentrieren musste. So, und jetzt geht's noch eine Kurve, wirklich. Scheiße, das hat uns jetzt mega viel Zeit gekostet. Oh, vor allen Dingen ist der halt eben schwer zu kontrollieren, wenn man losfährt mit dem. Nein, nicht rausfliegen. Auch nicht hier. So, 2,48 ist, glaube ich, nicht so gut. Aber wir sind auch dreimal rausgerutscht. Also 2,40, 2,35 ist auf jeden Fall erreichbar mit dem. Also viel schneller auch noch. So, und dann geht's weiter mit, wo ist er? Exakt, was ist er? Der nächste Wagen. Okay, es ist schön, so zu machen. 2006 Mitsubishi Lancer Evolution 6. Nur natürlich auch die normale Version. So. Sehr schön, ja, FPS spannend. So schön einmal durchgedriftet. Wow. Gut, jetzt hier links. Na,
Ja, okay, wir kommen halt eben mit dem nicht so schnell durch Kurven. Auf Geraden werden wir schneller, aber in Kurven ist ja nicht so gut. Wieder 6 Speed. Oh. Oh, und jetzt auch noch Überschlag. Oh, auch nochmal dagegen. Schon auch nochmal eine böse Beule gegeben. Nö, nee, gar nicht. Da doch hier. Hier ist es eingebaut, ich weiß nicht, ob man es sieht. Komm, wir setzen ihn mal hier hin. So, hier sieht man es jetzt. Bestimmt. Ja, okay, da sieht man die Beule jetzt eindeutig. Da. Gut, ich hoffe, ihr seht das. Na, ich will den perfekten Winkel. Aber natürlich sieht man hier nicht durch. Okay, man sieht es jetzt eindeutig. Jetzt müsste man es wirklich eindeutig gesehen haben. Na, natürlich, jetzt müssen wir ihn kurz nach vorne und nach oben setzen wieder. Aber ist ja nicht so weit. Sind ja da hinten schon wieder ganz oben. Rückwärts gelesen, 22 Ekim. S7, so, und dann nehmen wir einen anderen Wagen natürlich jetzt. Nee, genau, wir können das nochmal mit dir, wir wollen das nochmal mit dir probieren. Zwei Versuche geben einfach hier im Wagen. Ein Versuch, um einzufahren sozusagen, und den zweiten, um dann richtig zu fahren. So, hier ein bisschen mit Handbremse arbeiten vielleicht. Könnte jetzt im Notfall nochmal den Hintern retten. So, hier schön weit außen. Oh Gott. Boah, mit der Kurve haben wir es häufig. Nur kurz Handbremse. Okay, das war zu lang. Da bin ich kurz mit Handbremse in die Kurve, um da nicht rüber zu rutschen. Und das hat auch geklappt. Aber jetzt verlieren wir hier die Kontrolle. Und überschlagen uns so. Und wir werden auch noch gegen den Baum knallen, was nicht so nett ist. Autsch. Ja, das ging nicht so gut aus für den Arm. Oh, da fährt. Ah, der rollt. Fliegt unser Reifen so. Ja, der fliegt ziemlich schön weit. Das können wir gleich mal schön ansehen, wie er so rauf aufknallt. Oh, er geht immer weiter ins Dingsen. Aber fliegt weiter und weiter und weiter. Dann der nächste Wagen. Wir waren hier mit Beschädigung Evolution. Und dann kommt. Zwei gab es ja noch. VW Polo RWRC. Nehmen wir natürlich wieder die Gravel-Version. Da die anderen ja nicht funktionierten, von den Reifen her. Von der Achse her gesagt, glaube ich. Wir können eigentlich mal was probieren. Wheel, Front Wheels. Nur die normalen. Wheels, normaler. Und jetzt hoffen wir, dass es nicht gleich wieder losbackt. Ja, okay, es liegt also auf der bei der Aufhängung. Jetzt hier anders ist und uns gleich hier runter crashen lässt. Oh, oh, oh. Der crasht eigentlich mit am geilsten von den allen. Böse, böse, böse. Ja, ziemlich böse. Okay, so, jetzt aber. Oh, warte mal, das irritiert mich mal voll, wenn ein Dings nicht richtig ist. Eine Kamera. Nein! Nein, meine Fresse. Also, auf die Handbremse muss ein Finger. Boah. Ein Hoch auf Handbremsen. Okay, wir werden mit dem aber nicht weit kommen.
So, man kann mit der Handbremse schön in Kurven reindriften bei dem Wagen. So. Hier schön rechts. Scheiße. Oh, 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 oh. Boah. Jetzt werden wir hier gleich richtig aufknallen. Ja, der Wagen ist definitiv zerstört. Yep. Zerstört. Sehr zerstört. So, gut, dann jetzt noch einmal mit dem Subaru Impreza 22B von 1998, bitte. Also, ich sag zweimal. So. Jetzt hier. Schön mit Handbremse einmal rum. Ja, bitte ein bisschen Gas geben. So, jetzt hier weit außen rein. Okay, jetzt nicht so weit außen. Jetzt hier sehr weit nach links ziehen. Und früh nach rechts. Um diese Kurve vielleicht auch noch zu schaffen. Aber das ist hoffnungslos. Oh, und da sind wir genau auf den Stein geknallt. Das ist natürlich nicht so nett. Oh ja, das war ein böser Crash. Ja, das wäre, glaube ich, tödlich gewesen. Da wäre. Zumindest, also zumindest für den Co-Piloten, wie einer sagte. Wir hätten das vielleicht mit Glück überlebt, aber der Co-Pilot wäre definitiv tot gewesen. So, und dann einmal noch versuchen. So. So, dann muss ich einmal kurz nochmal Handbremse aktivieren, um zu gucken, ob die Handbremse geht. Wow. Also, ob ich auf der richtigen Taste bin, sozusagen, für die Handbremse. Hab mal ein bisschen zu viel gedriftet. Oh, fast 13:37er Zeit. Wären wir doch nur 15 schneller gewesen. Wow. Wow, 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 wow. Gegenlenken, gegenlenken, gegenlenken. Naja. So. Oh, oh. Ist hier links rein. Shit. Oh, oh. Naja, okay, das wird nichts. Aber dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wie gesagt, Link für all diese Fahrzeuge und auch für die Map sind in der Videobeschreibung. Und ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Hofft es euch gefallen hat und sagt tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer GCG.